Herr Salomon, Sie haben die Wahl klar verloren. War es absehbar, wie bitter ist diese Stunde für Sie? Also die bittere Stunde war vor 2 Wochen, als ich ein Ergebnis bekommen habe, mit dem ich in dieser Deutlichkeit tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe vor 2 Wochen gesagt, 3,5% kann man aufholen, was theoretisch möglich ist. Aber ist genau das eingetreten, was ich vor 2 Wochen auch befürchtet habe. Nachdem ein Außenseiter vorne liegt, ist es eigentlich klar, dass viele Menschen beim Sieger sein wollen. Der Sieger ist Martin Horn. Er ist eindeutiger Sieger. Er hat einen unheimlich engagierten, fleißigen Wahlkampf gemacht. Er hat die Wahl mit deutlichem Abstand gewonnen. Mir ist es zum 2. Mal nicht gelungen, eine Mehrheit der Wähler hinter mich zu scharen. Und deshalb kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch an Martin Horn. Er ist mein Nachfolger. Er hat einen deutlichen Vorsprung. Und ich wünsche ihm in seinem neuen Amt alles, alles Gute. Und ich wünsche auch der Stadt alles, alles Gute. Es ist übrigens, weil es jetzt gerade Buhrufe gab, völlig legitim, dass man bei dem sein will, der vorne liegt. Es ist völlig legitim. Ich weiß gar nicht, was falsch ist. Sie haben nach dem 22. April alles umgestellt. War das letztlich eher falsch? Sie sind ja nicht bei Ihrem ursprünglichen Konzept geblieben, sondern Sie haben neue Plakate geklebt. Sie haben sich Unterstützung von außen geholt. Sie haben versucht, die Leute anders anzusprechen. Also wenn man im ersten Ergebnis so ein schlechtes Ergebnis hat, wie ich es gehabt habe, dann ist klar, dass vieles falsch gelaufen ist. Brauchen wir ja nicht drum rumreden, habe ich vor 2 Wochen auch gesagt. Wenn man dann im 2. nochmal antritt, dann muss man natürlich versuchen, das Ruder rumzureißen. Ich will mich bedanken bei den Leuten, die in den letzten 14 Tagen für mich tatsächlich nochmal unheimlich viel Werbung gemacht haben, die sich angestrengt haben. Ich war wirklich gerührt, was dort in der Stadt noch los war. Aber wie man am Ergebnis sieht, die Menschen wollten einen Wechsel. Und diesen Wechsel gibt es. Und es ist nachvollziehbar, dass dieser Wechsel jetzt vollzogen wird. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Als ich vor einem Jahr meine nochmalige Kandidatur erklärt habe, habe ich gesagt, es wird vor allem darauf ankommen, ob die Menschen nach 16 Jahren mein Gesicht noch sehen können. Und das können sie offensichtlich nicht. Und deshalb gibt es jetzt einen neuen Oberbürgermeister. Der neue Oberbürgermeister hat eine klare, eindeutige Mehrheit. Wie gesagt, ich wiederhole mich, er hat einen klaren, unglaublich fleißigen, engagierten Wahlkampf gemacht. Er hat die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gewonnen. Und deshalb wünsche ich ihm einfach in seinem neuen Amt Erfolg. Es geht um die Stadt. Es geht um die Stadt Freiburg. Und insofern muss man jedem neuen Oberbürgermeister einfach wünschen, dass er es hinkriegt. Ich persönlich bedanke mich für 16 Jahre dieser Stadt dienen haben dürfen. Das war wirklich ein Privileg. Dieser Stadt zu dienen als Oberbürgermeister ist was Besonderes, weil man an besonderer Weise eine Stadt mitgestalten darf. Dank. Es gibt viele Leute. Und ob diese 16 Jahre jetzt eher gute oder schlechte Jahre für die Stadt sind, das sollen jetzt andere drüber entscheiden. Für mich ist die Sache heute Abend noch nicht ganz gelaufen. Ich bin ja bis 30. Juni im Amt. Dieses Amt werde ich auch ernsthaft bis zu Ende versehen. Das kann man, glaube ich, von mir erwarten. Aber für mich fängt jetzt die nächsten Wochen dann ein neuer Lebensabschnitt an. Ich habe das angekündigt. Ich bin 26 Jahre jetzt Berufspolitiker, war 10 Jahre im Landtag.
16 Jahre Oberbürgermeister, für mich kommt ein neuer Lebensabschnitt. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und wenn man sich das bei Lichte betrachtet, weiß man ja nie, wofür sowas gut ist. Darum bin ich einfach von Dankbarkeit geprägt für die 16 Jahre, die ich haben durfte, und hoffe, dass mein Nachfolger wirklich es gut macht und dass es der Stadt weiter gut geht. Ich lebe jetzt fast 40 Jahre in dieser Stadt und ich will, dass es den Menschen hier gut geht. Ich will mich nochmal bei allen bedanken, die mich diese Jahre über getragen haben. Das waren viele, zum Schluss waren es zu wenige, das ist offensichtlich. Aber ich habe tolle Begegnungen gehabt, habe tolle Menschen kennengelernt und ich glaube, wir haben gemeinsam in dieser Stadt auch vieles zum Besseren bewegen können. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Herr Salomon. Herr von Kageneck hat die Wahl, den Wahlausgang heute verglichen mit 2002, als der junge Dieter Salomon überraschend gewonnen hat. Können Sie mit diesem Vergleich etwas anfangen? Also jeder Vergleich hinkt natürlich, aber es ist natürlich eine fast ähnliche Situation gewesen wie 2002. Da sind die Sympathien mir zugeflogen, heute sind sie Martin Horn zugeflogen. So ist das Leben. Kann man da nur sagen. Herzlichen Glückwunsch an Martin Horn. Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut.